Ich bin gerade am Bahnsteig und hier, ich bin jetzt am Bahnsteig, ich bin da pünktlich angekommen, aber dieser versiffte Zug, der hat Verspätung 15 Minuten. Ich habe gerade in der Zwischenzeit frisch hergestellten Koffein gekauft. Das brennt, das ist doch viel zu heiß. Das ist widerlich. Ich zeig dir an. So, ich bin gerade in Dresden-Neustadt angekommen und guck mal hier, der Helmut ist da. Das werden wir nachher fressen oder die nächsten Tage auf jeden Fall. Und wir werden gleich erstmal hier rumgehen und sowas. Hier, hier ist Lidl. Wir werden hier jetzt einkaufen. Der perfekte Amok. Premium Hans. Wir fahren jetzt unkompliziert Straßenbahn, wie das heißt. Wir laufen jetzt diese Ruine hier hoch, um dort darauf zu pennen. So, wir sind hier angekommen. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Bunker oder keine Ahnung, was das ist. Das ist irgend so ein Felsgespalt. Und da sind wir auf dem Dach drauf geklettert. Und jetzt sind wir hier auf dem Dach. Und hier pennen wir und kochen gleich. Guck mal hier. Guck mal, was hier da drin ist. Das, was hier da drin ist, das werden wir jetzt kochen. Wir sind auferstanden. Und Helmut hat Essen gekocht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Gutes Essen. Ach so, wir haben da drüben gepennt. Da, wo dieser Tarp aufgespannt ist, das wollte ich euch zeigen. Und das ist meine Plexiglasplatte. Guck mal hier. Hier vorne ist dieser Loch, der beim letzten Mal hier eingebrannt worden ist. Genau, davon ist dieser Loch. Und das hat durch dieses Loch heute Nacht reingeregnet. Das hat ein bisschen gespritzt. So, jetzt wird Fressen gemacht. Noch mehr Fressen. Zum Verspeisen. Gehirngulasch. So, Fressen ist fertig. So, wir haben den Wagen jetzt von dieser Treppe hier runtergetragen. Und jetzt tragen wir das hier über den Zaun hier drüber. Über diesen Nervigen hier. Wir haben unseren Wagen und das hier darüber getragen. So, wir sind ein Stück losgelaufen. Und hier, guck mal, dieser Müllsack und diese ganzen leeren Bierdosen, die nerven mich. Wir müssen unbedingt einen Laden finden, damit wir das verkaufen können und damit wir ein neues Bier kaufen können. Weil wir haben kein Bier mehr. Und ich habe so einen richtigen Pappmaul. Ich habe voll Durst, wir haben kein Wasser mehr. Das heißt, das Wasser, das haben wir für Nudeln das letzte Mal benutzt. Und zum Zähneputzen haben wir den Rest dann rausgespuckt. Und wir laufen jetzt die ganze Zeit nach Richtung da lang. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem Fluss, damit wir da Wasser rausnehmen können, da zum Trinken, damit wir Wasser saufen können. Das ist ganz wichtig. Das wird immer trockener im Maul, das ist richtig widerlich. Guck mal hier, wir haben hier einen Fluss gefunden. Und Helmut hat hier, wie heißt das Ding? Ein Wasserfilter dabei. Schmeckt gut, dieses Flusswasser durch diesen Filter. Guck mal hier in der anderen Straßenseite, da ganz hinten, da ist Nieto. Das ist ein Biergeschäft. Ich werde da erstmal Bier kaufen gehen. Oberflächlich, aber das reicht. Geprost. Geprost.